Hallo und herzlich willkommen zum ersten Modellbau-Hobby-Shop Schaut rein im Jahr 2019. Heute geht es um, das, um den neuen Bausatz der Firma Das Werk, und zwar den VL900 inklusive dem Sonderanhänger 115 im Maßstab 1 zu 35. Der Bausatz ist unter der, läuft unter der Nummer 35003. Mit dem Kürzel DW für das Werk. Der größte Abne oder einer der größten Abnehmer äh, wird vermutet, dass es die Wehrmacht gewesen ist. Dieses Fahrzeug wurde in einem Zeitraum von 1937 bis 1939 gebaut und zwar in begrenztem Umfang. Das Fahrzeug wurde als Panzertransporter verwendet, zum Beispiel Panzer 38 oder Panzer 2. Weiterhin in dem Bausatz enthalten ist der Tiefladeanhänger für Panzerkampfwagen 10 Tonnen, auch genannt Sonderanhänger 115, der im April 1938 offiziell eingeführt wurde. Für das Beladen des Anhängers konnte die Hinterachse abmontiert werden, was auch im Bausatz möglich sein wird. Für längeres Ladegut konnten die vorderen Elemente der Ladebrücke angehoben werden. Dieses wurde auch gleichzeitig genutzt, um als Auffahrrampe für, das 9 Tonnen, für den neuen Tonnen-LKW zu nutzen, damit Panzer auf die Laderampe fahren konnten. Der Bausatz ist baubar. In drei Beladezuständen. Das heißt, die Federung des LKWs kann in drei Zuständen leer, neutral oder beladen dargestellt werden. Die Hinterachse des Trailers kann abmontiert werden. Die Laderampen sind beweglich. Die Ladebordwände sind ebenfalls beweglich. Die Türen können offen oder geschlossen dargestellt werden. Und äh, wer möchte, kann auch den lkw als äh, planvariante darstellen hier liegen dem lkw oder dem bausatz messing bei die ebenfalls eine biegehilfe dabei haben um eine grundform vernünftig darstellen zu können aber dann schauen wir jetzt mal als nächstes uns die bauanleitung an etwas was ich hier sehr gelungen finde ist es gibt eine Bauanleitung für den VNL 900D 567 und eine weitere Bauanleitung für den Sonderanhänger 115. Wir starten als erstes mit der Anleitung des LKWs. Hier haben wir Einmal den LKW dargestellt, Figuren sind im Bausatz nicht enthalten, einmal eine Beschreibung mit Namen sowie ein Hersteller mit einer Marke aus dem Jahr oder wie es abgenommen worden ist und vor dem Zusammenbau bitte zuerst lesen. Also tun wir das Ganze auch mal. Als erstes bekommen wir ein paar Warnhinweise. Diese sind in Englisch gehalten. Dann haben wir Symbole, die ein wenig erklärt werden. Dann haben wir als nächstes Farbangaben. Diese Farbangaben beziehen sich zum, äh, zuerst auf die Farbe selber. Dann haben wir hier eine Angabe der Rahlnummern. Wir haben hier die Angabe der Tamiya Farben, was hier auch sehr schön gemacht ist, um eine bestimmte Farbe darzustellen, haben wir auch, wenn Mischfarben vorhanden sind, in diesen beiden Fällen zum Beispiel eine Angabe, in welchem Mischungsverhältnis welche Farben gemischt werden müssen. Dann haben wir eine Angabe zu Mr. Hobby H-Serie, Firm, äh, zur Firma Ammo of Meek, Vallejo Farben, Humbrol Farben und mission models farben. also wir haben eine breite auswahl an farben die wir verwenden können. dann haben wir auf der nächsten seite einen kleinen historischen überblick mit originalangaben zu dem fahrzeug mit ein paar bildern. auf der nächsten seite sehen wir einen überblick über die, den inhalt und die spritzlinge die für den LKW benötigt werden. Den, einmal einen Überblick über den Dickel-Satz. Wir haben Gummibereifung dabei und hier sehen wir die Messingstäbe, die für die Variante äh, verwendet werden kann, um auch einen plangedeckten LKW darzustellen. Im nächsten fangen wir mit dem ersten Bauabschnitt an. Hier wird einmal, sehen wir einmal den Überblick wie denn der Rahmen gebaut wird, als nächstes einmal wie er dann fertig aussehen soll und so zieht sich das durch die Bauanleitung weiter, dass wir einmal eine Grafik haben, wie die Einzelschritte sind und einmal wie es fertig aussehen soll. Auf der nächsten Seite sehen wir noch mal wieder, wie dass wir bestimmte Ausrichtungen beachten müssen. Dann geht es weiter mit Motor- und Auspuffanlage. Die Differenziale werden erstellt. Dann bekommen wir einen Hinweis, schon gleich geliefert. Hier sehen wir die verschiedenen Varianten, wie wir Federungen einbauen können. Es liegen drei verschiedene Federarten bei. Entweder für die unbeladene, neutral oder für eine beladene Variante. Sehr schön gemacht. So kann auch der Dioramenbauer sein Fahrzeug vernünftig darstellen. Dann sehen wir, wie die Differenziale eingebaut werden im hinteren Bereich. Wir sehen die Anbringung der vorderen Federung. Auch hier Blattfedern angebracht. Wir sehen den Zusammenbau der Steuerung. Auch wieder mit einem großen Achtung versehen, dass hier stellenweise nicht geklebt werden soll. Als nächstes wird die lenkbare Achse angebracht. Dann kommen wir zur Fahrerkabine. Einmal wiederum der Überblick, wie es zusammengebaut wird. Dann haben wir das fertige Teil, dann wie Deacons angebracht werden. Hier noch mit einem Hinweis: äh, zum einen, das erst. Der Innenraum lackiert werden soll, dann die Diekels angebracht werden sollen und welche Diekels wir wo anzubringen haben. Als nächstes wird dann auch die, das Armaturenbrett sowie Lenkrad angebaut und auf dem Rahmen montiert. Und als nächstes geht es dann weiter mit der Motorhaube. Diese wird auch wiederum montiert. Und weitere Anbauteile werden ergänzt. Im nächsten Bauabschnitt sehen wir dann zum Beispiel nochmal den Dieseltank, dass wir sechs Reifen erstellen müssen mit Felgen. Hier auch sehen wir auch noch einmal, die Reifen sind aus Gummi. Insofern auch sehr schön. Dann, wie wir die Räder montieren, die Hinterräder. Dann noch einmal, wie wir ein bisschen Lenkgestänge noch weiterhin anbauen, sowie die Vorderräder. Dann kommen wir zur hinteren Ladefläche. Auch hier noch wieder einige Anbauteile. Weitere Anbauteile. Also, das Fahrzeug ist schon recht detailliert laut Bauanleitung gebaut. Dann bekommen wir hier noch mal die Türen sowie die Scheiben. Wir haben noch weitere Anbauteile am Heck. Die Seitenbegrenzer, dass wir als Fahrer auch die Begrenzung sehen können. Dann haben wir hier eine Möglichkeit des Faltdaches anzubringen. Dieses ist fest. Aus Kunststoff gegossen. Dann sehen wir hier, wie wir für den Heckbereich die Spriegel biegen können, inklusive der Biegehilfe. Dass wir hier auch die Halterung, wenn wir diese anbauen möchten, einmal aufbohren müssen. Hier ist auch angegeben, dass wir ähm, verschiedene. Bohrer benutzen müssen, in welcher Größe. Dann kommen wir einmal, dass wir die Variante sehen können, äh, dass die Spiegel angebracht sind oder wenn sie vorne montiert sind. Und hier haben wir noch einmal einige Angaben, wie zum Beispiel oder was zum Beispiel als Beladung diente. Die Beladebeispiele sind im Bausatz nicht enthalten. Wir haben hier zum Beispiel ein 5,4 Tonnen Sonder Kfz 101 oder Flakpanzer sowie auch zum Beispiel eine 88 Flak 1836 mit einem Gewicht von 7,4 Tonnen. Oder auch das Sonderkfz 121 mit 8,9 Tonnen oder das Sonderkfz 140 mit 8,9 Tonnen konnten auf dem Fahrzeug verladen werden. Als nächstes haben wir dann einmal eine Farbvariante. Farbvarianten sind äh, hier hauptsächlich in Grau gehalten. Dann haben wir noch weitere Markierungsanleitung, hauptsächlich allerdings mit unbekannten Einheiten. Das zieht sich dann auch weiter fort in der Anleitung. Einmal auch eine mit drei Tarnen mit sandgelb, braun und äh, grün. Und dann haben wir auf der letzten Seite nochmal einen Überblick über das Team, die an dem Bausatz mitgewirkt haben, um diesen Bausatz zu verwirklichen. Und damit haben wir die Bauanleitung für den VL900 abgeschlossen. Und dann geht es weiter mit der Konstruktionsanleitung des Tiefladeanhängers für Panzerkampfwagen. Sonderanhänger 115. Auch hier sehen wir wieder eine CAD-Zeichnung, wie denn das fertige Modell später aussehen wird. Diese Bauanleitung ist ähnlich aufgebaut wie die von dem Faun. Wir haben wieder Warnhinweise, Bauhinweise, F äh, Bemalhinweise, Decal-Hinweise, wie wir damit umzugehen haben. Wir haben wieder eine Erklärung über die einzelnen Piktogramme. Auch hier haben wir wieder die Farbangaben in RAL, Tamir, Mr. Hobby H-Serie, Ammo of MiG, Vallejo, Humbrol und Mission Models, genauso aufgebaut wie auch für den L900. Dann starten wir bei dem Anhänger tatsächlich mit den Reifen. Auch hier haben wir wieder eine Gummibereifung, ein eine, eine Doppel, äh, ja, Doppelrad sage ich jetzt mal dazu. Als nächstes dann die Achsanbringung. Dann äh, sehen wir den Drehteller, den wir mit anbauen. Hier auch teilweise im Hintergrund mit Originalfotos und hier auch nochmal Zeichnung. Dann wird die Deichsel angebracht. Dann geht es weiter mit, den, mit dem Rahmen des Anhängers. Dann haben wir die Oberfläche, die auf den Rahmen aufgebaut wird. Auch hier immer noch mal ein paar Erklärungen dabei. Dann haben wir die vorderen Rampen auch hier wieder sehen wir wieder Originalbilder. Dann sehen wir, wie die Rampen angebracht werden. Dann haben wir als nächstes die Radabdeckung. Dann geht es an die Hinterachse, die später dann abnehmbar ist. Dann sehen wir noch einmal hier weitere Anbauteile für die Hinterachse, die Montage der Vorderachse, die Halterung für Verzoreinrichtungen, einiges an Zusatzequipment, was noch angebracht wird. Dann haben wir noch mal, wie es final aussieht. Wir haben dann auch noch die Anbringung des Ersatzrades sowie verschiedene varianten der darstellung wir haben die möglichkeit die hinterachse abgebaut darzustellen so dass es zur beladung dient wir haben die möglichkeit das fahrzeug für überlange fahrzeuge darzustellen so dass man dieses, diesen bereich auch als auffahrt noch mit nutzen kann oder äh, beziehungsweise auch mit Abstellvariation dann haben wir die ganz normale variante, dass wir nur die eigentliche auflage haben. und ich blätter nochmal zurück. diese varianten sind dann jeweils auch mit originalbildern nochmal versehen. dann haben wir hier auch noch mal eine farbvariante in grau sowie varianten für die Anbringung der Dekels auch wiederum mit Originalbildern versehen. Und auch hier haben wir noch einmal das ein Überblick über das Team, das an diesem Bausatz wie gesagt mitgewirkt hat. mit kleiner Erklärung diese Erklärung ist in Englisch gehalten und damit hätten wir auch diese Anleitung abgeschlossen. Wir sind aber noch nicht ganz fertig und zwar haben wir noch eine Correction Note oder wie wir auf Deutsch sagen, ein Korrekturblatt mit Änderung zur Anleitung vom Sonderanhänger 115. Und zwar ist bei der Benennung der Spritzlinge etwas schief gegangen. Und zwar bei den Spritzlingen für den Sonderanhänger 115 ist Spritzling A eigentlich Spritzling F. B wird Spritzling G und C wird Spritzling H. Dann haben wir noch eine Ergänzung, dass außer einem Teil das wird dann nicht entsprechend F, sondern ein G Teil. Und ebenfalls ist noch mal hier angegeben, welche Teile für die korrekten Angaben sind für beladene Achse beladene Federung, neutrale Federung und unbeladene Federung. Aber das ist sehr nett, dass die Firma da noch mal ein Korrekturblatt schon äh, hinzugefügt hat, dass dieses also schon vor Auslieferung bekannt wurde und man nicht versucht selber in irgendeiner Art und Weise dort etwas zu erreichen. Kommen wir jetzt aber schlussendlich mal zum Überblick über die Spritzlinge. Dieser Spritzling liegt uns zweimal bei. Einen werde ich mal exemplarisch ein wenig genauer vorstellen. Wir haben hier die Felgen für den LKW. Dieses, wie gesagt, in doppelter Ausführung. Wir haben hier Rampen. Beziehungsweise wir sind hier in dem Bereich nicht des LKWs. Entschuldigung, das war mein Fehler. Wir sind hier im Bereich des Sonderanhängers 115. Somit die Felgen für den Anhänger. Ich versuche es jetzt mal ein wenig größer zu machen, um es besser darstellen zu können. Und zwar haben wir hier eine sehr schön dargestellte Holzstruktur, soweit die Kamera das Ganze zulässt. Finde ich sehr, sehr schön gemacht. Dann haben wir hier auch feine Teile, die sehr schön gegossen sind. Hier sehen wir auch keine Fischhäute. Auch hier oben haben wir noch Hölzer, die haben auch eine sehr schöne Holzstruktur. sowie auch die Federn für die Verzoreinrichtung, die später angebracht wird. Ein, also hier sehe ich schon mal einen sehr schönen Spritzling. Die Rückseite, hier haben wir ein paar Auswurfmarken, aber diese werden später meiner Meinung nach nicht zu sehen sein. Wir haben hier auch die Schrauben in den Felgen zu sehen. Auch diese sind mit gegossen. Sehr schöner Spritzling. Kommen wir zu dem nächsten Spritzling. Auch dieser ist wiederum für den Anhänger. Wir haben hier Rahmenteile. Wir haben die Kupplung hier zu beachten. Ich gehe mal ein wenig dichter ran. Von dieser Seite haben wir, hier muss man so also bös aufpassen, wir haben von dieser Seite. Sieht es eher aus, als ob dort äh, Angüsse zu sehen sind? Ähm, wir haben hier zwar Angüsse dran. Ich drehe das Ganze gleich noch einmal um, um es etwas zu verdeutlichen. Denn hier handelt es sich tatsächlich um die Handbremse. Hier müssen wir also aufpassen, dass wir nicht zu viel abschneiden und denken, äh, ja, hier ist etwas, was da nicht hingehört, dass das beim Heraustrennen mit entfernt wird. Dann auch hier weitere Einlegebereiche für den Boden. Hier haben wir auch wieder eine sehr schöne Holzstruktur. Auch hier mit den versenkten Nieten schön gemacht. Die weiteren Bretter auch eine sehr schöne Holzstruktur. Dann haben wir hier für den... Hinteren Bereich die Radabdeckung. Wir haben hier den Drehkranz sowie auch noch einmal eine tiefer eingelegte Variante mit den Holzbrettern. Sehr schön gegossen. Der nächste Spritzling ist wieder zweimal vorhanden. Einen stelle ich aber nur vor. Wir haben auch hier, die, oder dieser Spritzling befasst sich mit den Teilen des LKW L900. Wir haben hier Ladebordwände. Auch diese weisen eine sehr schöne Holzstruktur aus. Sowie auch die Nieten, die schön angegossen sind. Auch hier haben wir noch einmal eine sehr schön dargestellte Heckklappe. Wir haben hier weitere Anbauteile. Wir haben hier die Felgen. Wir haben sehr schöne, sehr schön dargestellte Blattfedern. Wir sehen also wirklich jede einzelne Federung oder jede einzelne Lage der Federung. Ich drehe einmal um, auch die Außenseite sehr schön wiedergegeben inklusive der Nieten und auch der Holzstruktur. Wir haben auch hier bei den bei den Getriebeteilen haben wir ebenfalls oder Differentialteilen haben wir ebenfalls sehr schöne Details gegossen. Wir haben hier sehr schön zu erkennen die Schrauben im Bereich der Felgen. Auch diese Seite der Federung. Sehr schön gegossen. Sowie auch ganz fein gegossene Teile. Sowie weitere Anbauteile für die Ladebordwände. Ganz fein. Auch hier keine Fischhäute zu erkennen. Und auch die Angüsse sind dort, wo man sie später nicht sieht, auch wiederum sehr schöner Spritzling. Der nächste Spritzling, ich fange am besten mal von der anderen Seite an, befasst sich jetzt mit, mit dem Rahmen des L900, sowie der Auspuffanlage, auch hier wieder fein gegossene Teile, sowie die einzelnen Querverstrebungen. Wir haben die vorderen Zierradblenden sowie weitere Anbauteile, auch sehr, sehr kleine Anbauteile für den LKW. Weitere Querverstrebungen, auf die später dann die Ladefläche aufgesetzt wird. Auch hier haben wir schöne Details gegossen, dass hier. Am Rahmen auch wieder keine Fisch heute. Wiederum sehr sehr schön. Ein weiterer Spritzling, der sich mit dem LKW befasst. Wir haben hier einen sehr schön angedeuteten Kühler, wobei ich gerade sehe, wir haben hier unten einen kleinen Fehler im Guss. Wir haben hier das faunemblem sehr schön dargestellt. Wir haben ein Teil des Faltdaches, wir haben Sitzbänke mit also das Faltdach auch mit einer leichten Struktur. Wir haben angedeutet hier den Motorbereich. Wir haben hier Spiegel. Lenkrad auch mit sehr schöner Detaillierung gemacht. Wir sehen also auch da wirklich die einzelnen Griff, ja, die um die Griffigkeit zu erhöhen. Wir haben auch hier wieder feingegossene Teile dabei. Wir haben auch hier die Antriebswelle dabei. Auch wie gesagt, schöne Details. Schauen wir noch einmal auf die andere Seite. Auch hier sehen wir wieder, dass auch da nicht gespart worden ist mit Details. Dieser Spritzling ist aus meiner Sicht sehr schön gelungen. Allerdings, wie wir auch hier wieder sehen, wir haben hier sehr, sehr feine Teile. Da ist beim Heraustrennen doch. Hohe Vorsicht geboten, um diese nicht zu zerbrechen oder irgendwo im Lewana verschwinden zu lassen. Kommen wir zu einem weiteren Spritzling, der zu dem LKW gehörend ist. Wir haben die Ladefläche. Auch hier haben wir sehr schön aufgesetzte Nieten. Wir haben wiederum eine sehr schöne Holzoberfläche dargestellt. Dann haben wir die Grundplatte. Des Fahrerhauses. Wir haben die Motorabdeckung sowie weitere Teile. Wir haben das Armaturenbrett. Auch hier Scharniere angegossen für die Klappe. Wir haben auch hier wieder das Faunemblem. Wir haben die Seitenteile mit dargestellten verschlüssen sogar für die motorhaube. dann haben wir das dach mit leichter struktur dargestellt. wir haben hier die beiden türbereiche. wir haben die abdeckung der hinteren achsen sowie die halterung nummernschild. und hier haben wir die biegehilfe für die messing Drähte, die wir für die Spriegel, also sprich für die Verstrebung verwenden, sollten wir planen, eine Plane, Planabdeckung für den Ladebereich zu machen. Auch diesen Spritzling finde ich sehr gelungen. Als vorletzten Spritzling möchte ich noch mal einen Spritzling zu dem Sonderanhänger 115 vorstellen. Hier haben wir auch noch einmal sehr schön dargestellte Blattfedern sowie auch wieder feinere Anbauteile wie den Wagenheber. Wir haben hier für den hinteren Bereich noch die Stoßstange. Sowie weitere Anbauteile, auch fein gegossen. Auch diese weisen auch schöne Details auf. Auch hier wiederum Angüsse dort, wo sie später nicht sichtbar sind. Feine Teile, die vorsichtig herausgetrennt werden müssen. Auch dieser Spritzling ist sehr gelungen. Der letzte Spritzling befasst sich mit Klarsichtteilen. Auch diese sind sehr schön klar gegossen. Hier haben wir die Scheiben. Wir sehen es am Hintergrund der Schneidmatte. Also eine sehr schöne, klarer Guss. Auch keine Einschlüsse zu erkennen. Auch hier Vorsicht beim Heraustrennen, um nicht irgendwelche Sprünge in dem klaren Material zu haben und wir haben hier die Abdeckung für die Scheinwerfer. Ich drehe das Ganze einmal um. Auch diese Scheinwerferabdeckung oder die Gläser. Ich versuche es mal etwas besser darzustellen, weisen eine sehr schöne Struktur auf. Auch hier wieder vorsichtig beim Heraustrennen, nicht dass die Teile springen oder einreißen wäre eine sehr unschöne Arbeit, das Ganze wiederherzurichten. Kommen wir nun zu den Messingstäben, die dort bei sind. Diese werden mit Hilfe der Biegehilfe, die dem Bausatz ebenfalls beiliegt, als Spriegel beigefügt. Auch diese Stäbe sind gelungen vor allem hat auch so ein diorambauer die möglichkeit auch eventuell die einzelnen spiegel so darzustellen dass sie eventuell etwas eingefallen sind oder durch andere einflüsse verbogen sind ist aus meiner sicht äh, wesentlich detailreicher zu gestalten als wäre dieses ein spritzgussteil wo wir dann doch mehr an die form gebunden sind als dass wir dort selber etwas machen können. Dann haben wir noch den Dickelbogen. Auch hier sind die Diekels sehr schön gedruckt, sehr schön klar. Wir haben sogar eine Andeutung des Adlers mit auf dem Kennzeichen. Wir haben hier Armaturen, Diekels, wir haben die Nummern. Versuche es mal ein bisschen darzustellen. Wir haben einen sehr schmalen Trägerrand an den Dekels. Also auch diese aus meiner Sicht sind sehr schön hergestellt. Was wir dann auch nicht vergessen wollen, sind zwei Tüten, die noch beiliegen. Hier haben wir die Gummibereifung zum einen des Anhängers. Auch diese weisen eine schöne Struktur aus. Wir haben zwar einen ganz minimalen Grad äh, von der Form her, aber dieses lässt sich auch sehr gut verarbeiten. Wir haben auch hier, ich versuche es mal ein wenig schärfer darzustellen, auch schöne Details auf dem Reifen. Hier liegen uns einmal von den kleinen, liegen uns neun Reifen vor. Und dann haben wir noch die Reifen des LKWs. Hier befinden sich sechs Reifen dabei. Auch hier haben wir wieder eine sehr schöne Struktur. Auch einen minimalen Grad von der Formtrennung her, aber das fällt so gut wie gar nicht auf. Wir haben auch hier wieder schöne Details dabei, also ist leider nicht ganz so gut zu erkennen. Ich hoffe jetzt etwas besser. Wir haben auch eine Aufschrift auf dem Reifen drauf gedruckt, also auch sehr schön gemacht. Kommen wir zum Abschluss noch mal zu einem kurzen Überblick. Also der Bausatz beinhaltet neun Spritzling, ein Spritzling ein Diekelsatz, sechs Messingstäbe für die Spriegel des äh, für die Ladefläche, dann äh, haben wir sechs. Gummireifen für den LKW sowie acht Gummireifen für den Trailer. Es beinhaltet diverse bewegliche Teile. Wir haben einzelne Bauanleitung für den Tieflader sowie für den LKW und das Korrekturblatt dabei. Ein Diekelsatz und der Bausatz kostet derzeit bei uns im Shop. 65,95 zuzüglich Versandkosten. Wir werden aber auch noch mal einen Link in, den, in die Videobeschreibung hinzufügen, sowie einen weiteren Link für die Seite Scalemates, wo auch für, für die Zukunft nachgeschaut werden kann, ob es eventuell noch weitere Zurüstteile oder Zusatzteile für den Bausatz geben wird oder gibt. Ich hoffe, euch hat das Video zu dem neuen Bausatz der Firma oder des Herstellers das Werk gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, einen Daumen hoch. Da die Funktion bei YouTube momentan nicht so funktioniert, wie sie soll, über das Abonnieren, dass ihr informiert werdet. Auch bitte die Glocke einschalten, dass ihr, wenn neue Videos erscheinen, ein eine Mitteilung bekommt und ich würde mich freuen über wenn äh, ihr das Video weiterempfehlen würdet wie gesagt lasst ein abo da klickt die glocke an und ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal auch wieder mit dabei seid wenn es heißt modellbau hobby shop schaut rein so ganz steht noch nicht das nächste thema fest aber lassen wir uns einfach mal überraschen bis zum nächsten mal